heute habe ich ein weiteres Haul-Video für euch. Und zwar habe ich mir bei New Yorker zwei Dinge gekauft, die ich euch zeigen wollte. Und ich habe bei Gina Tricot bestellt. Ja, ich liebe Gina Tricot. Ich habe ja schon mal online bestellt und dann wisst ihr ja, dass ich in Frankfurt im Store war, also im Shop war. Und ja, ich muss ständig online gucken, weil die haben immer wieder neue Sachen und ich bin so verliebt in Gina Tricot. Und ja, habe jetzt letzte Woche, ich kann euch gar nicht sagen, heute ist Dienstag, ich glaube Donnerstag oder so, Freitag habe ich, glaube ich, bestellt und jetzt ist es da, heute gekommen. Und ich habe gerade eben es vom Nachbar gebracht. Au, oh, sorry, volles Bein angerannt. Ha. Ja, wo war ich? Genau, gerade eben gebracht bekommen und ausgepackt und die Preise sind noch dran. Deswegen habe ich gedacht, ganz schnell drehe ich ein Video für euch. Ich fange mit New Yorker aber an. Einen Teil habe ich nämlich schon an und zwar ist es ein T-Shirt. Und zwar, ich stehe mal auf. Ja, es ist ein T-Shirt mit etwas weiterem Ausschnitt. Ja, ich trage es halt gern so ein bisschen. Die Ärmel sind, das seht ihr jetzt hier nicht, aber die sind so umgeschlagen und umgenäht. Und dann hat es einen Druck in Weiß und der Rand hier außen rum ist Silber, was ich sehr schön finde. Und ja, so ein kleines Spiel. Ja, so ein Druck drauf und kann euch jetzt gar nicht so sagen, was da drauf steht. Make a difference. Ja. Und ja, das fand ich ganz cool. Das hat 12,95 € gekostet. Und ja, des Weiteren habe ich mir im New Yorker noch eine Lederjacke gekauft. Ich habe eigentlich eine neue schwarze gesucht und habe dann aber die gefunden und dachte mir, die ist echt cool. Das ist ein bisschen was, ja, mal was anderes wie schwarz. Oh, sorry, mein Essen im Backofen. Ja, so ist das, wenn man während dem Kochen ein Video drehen will. Sorry. Bei der Lederjacke sind wir stehen geblieben. Also die ist blau. Und zwar ist der Kragen hier oben, ich komme mal wieder näher, ist blau. Und hier unten an den Ärmeln hat sie so einen sehr, sehr langen Bund. Der ist auch blau, falls ihr das sehen könnt. An sich zeige ich euch die Jacke jetzt mal, wie sie so aussieht. Ich würde sie euch jetzt mal gerne getragen zeigen, aber das geht jetzt nicht. So. Hat unten auch so einen Baumwollbund und ja, hat hier Taschen mit Knopf und auch von der Seite kann man rein. Und ja, der Kragen hier oben, den kann man hinten dann so stellen oder umklappen. Die finde ich richtig cool und falls ihr jetzt schon gesehen habt, was ich so cool dran finde, ist die Farbe. Es ist so richtig metallisch. Es ist so ein Blau. Auch so, ja, in der Sonne scheint es dann auch so ein bisschen lila, metallisch. Also es ist jetzt nicht richtig dunkel, so wie jetzt eine schwarze Jacke. Ja, sondern hat, könnt ihr das sehen? Ich versuche es ein bisschen in die Sonne zu halten. So einen blauen, silbrig-metalligen Glanz. Und ja, das finde ich super abgefahren. Das sieht total cool aus. Wenn man die anhat und jetzt gerade in der Sonne, das schimmert total cool. Also ich finde die richtig cool und stylisch. Ja. Die hat 59,90 € gekostet. Ja, das war's, was ich im New Yorker gekauft habe. Und jetzt kommen wir zu Gina Tricot. Ich habe ein Accessoire gekauft und zwar eine Kette. Die zeige ich euch jetzt auch. Da habe ich noch das Schild dran hängen. Gina Tricot. Und zwar sind das Totenköpfe, die so seitlich liegen, aneinandergereiht. Total cool, aber die sind auch fest. Also die bewegen sich jetzt nicht. Ich dachte, die bewegen sich, aber ich finde es so viel cooler. Dann wackeln sie nicht so hin und her. Und die hat gekostet, da sind noch 12,95 €. Ich mache jetzt das Ding mal ab hier. Das braucht kein Mensch. Dann mache ich es mal auf und dann halte ich mir die mal dran. Ich mag leider keine engen Ketten, das kann ich nicht so ab. Aber da ist ja was zum Verstellen dran. Man kann sie etwas länger tragen. Und
Ja, ich hole euch mal ran. Ich mag ja Totenköpfe. Werdet ihr auch sehen, es ist nicht das Einzige, was ich mit Totenköpfen bestellt habe. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich sehr gut. Finde ich abgefahren für 12,95 €. Dann habe ich noch gekauft einen Schal. Ich glaube, der ist so groß, der passt nicht aufs Bild. der hat gekostet 9,95 €. Und der ist rechteckig, würde ich mal sagen. Also der ist hier an der Seite oben jetzt kürzer, so rechteckig. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind da auch Totenköpfe drauf und Kreuze. Und er ist sehr durchsichtig eigentlich, weiß mit schwarz und grau. Und da sind ja, wie gesagt, so Totenköpfe drauf. Ich tue euch das mal so hoch. In der Mitte treffen die sich dann irgendwie. Ist halt so ein Muster drauf mit Totenköpfen. Und ich ziehe euch den jetzt mal hoch, dann könnt ihr ihn ganz sehen. Er ist wirklich sehr, 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 sehr lang. Tada, und hier ist zu Ende. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich den tragen werde. Muss ich mir was überlegen. Wenn man den dann so trägt, da sieht man dann hier die Totenköpfe. Und ja, er ist halt wirklich sehr lang und dadurch auch sehr dick. Jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, so für den Frühling vielleicht sogar etwas zu dick. Aber mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den trage. Aber vom Muster her und so finde ich ihn wirklich sehr, sehr cool. Sehr cool. Und 9,95 €, habe ich schon gesagt, gell? Mausi, lass mal meine Klamotten da. So, dann habe ich noch ein T-Shirt geholt. Ich habe euch in meinem letzten Haul-Video dieses pinkene T-Shirt gezeigt mit dem... was steht da drauf? Achso, dieses OMFG, also Oh My Fucking Goodness. Genau, das pinkene, das habe ich euch ja gezeigt. Und diese T-Shirts gibt es ja mit verschiedenen Drucken. Und da ich ja wusste, das passt mir und ich finde das ganz cool, habe ich mir jetzt nochmal zwei bestellt mit einem anderen Druck. Da gibt es jetzt eine neue Kollektion mit neuen Drucken drauf. Und zwar sieht das Ganze so aus. Es ist sehr weit. Und hat wirklich sehr kurze Ärmel. Aber das ist sehr cool. Ich hatte das pinkene jetzt auch schon an, auf schwarze Leggings und einem schwarzen Tanktop drunter. Und dann das so kurz drüber und dann ein bisschen auch über die Schulter getragen. Und ja, das ist halt wirklich kurz, wenn man das so trägt und weit. Und mit sowas schwarzem Engem. Und dann ist das so schön weit und dann etwas hier über Schulter. Ist super stylisch, also mir gefällt es total gut. Und diese Shirts, die kosten 9,95 €. Und hier ist halt so ein pinkenes Dollarzeichen drauf. Mit, ja. Ich muss immer gucken. Mit so schwarzen, ja, Punkten. Finde ich super cool. Mossi. Nein. Und das zweite T-Shirt ist jetzt genau das gleiche vom Stil her, nur mit einem anderen Druck. Ist das hier, upsala, ist das hier, da ist ein Totenkopf drauf, haha, hättet ihr es nicht gedacht, ne? Und zwar in, ja, so Neonfarben, in Orange und Pink und Rosa und Grün und ist ein super geiles Muster, ich stehe da voll drauf, also so dann angezogen, ja. Super cool. Und das letzte Teil, was ich gekauft habe, ist so ein Träger-Tanktop-mäßiges Shirt. Das zeige ich euch erstmal von vorne, weil der Clou ist hinten. wie gesagt, hat so Träger. Das ist natürlich jetzt wieder praktisch, ne? Ja, Träger. Und schwarz auf schwarz. Hier ist alles schwarz-weiß. Sorry. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ist unten etwas ausgestellt. Hier ganz leicht, fällt dadurch dann sehr, sehr schön, noch mit einem Tanktop drunter. Und der Clou an der Sache ist, ich würde dann auf jeden Fall ein helles Tanktop drunter anziehen, weil nämlich da hinten, ich gehe jetzt mal hier aus dem Bild, könnt ihr es besser sehen,
Der hintere Teil des Shirts ist komplett aus, wie gehäkelt, sage ich mal. Wie gehäkelt mit Loch, also richtige Löcher, Lochmuster. Und ist eben komplett mit Totenköpfen. Komplett. Könnt ihr das jetzt so ein bisschen erkennen? Ja, ne? Ich gehe mal rein mit der Hand. Ist komplett durchsichtig hier. Und mit den coolen Totenköpfen. Ja, und das stelle ich mir cool vor mit einem hellen Tanktop drunter. Also auf jeden Fall mit einem weißen oder auch mit einem pinkenen zum Beispiel oder irgendwas. Weil es sind wirklich sehr, sehr große Löcher. Also man sieht jede Farbe darunter definitiv. Ja. Komm mal näher ran, dann könnt ihr das auch nochmal sehen. Weil ich finde es so cool. Ihr müsst euch das angucken. Wer auf Totenköpfe steht, natürlich. Und also mit einem schwarzen Tanktop drunter, ich habe es eben mal kurz drüber gezogen, ob es passt, sieht man natürlich fast gar nichts. Ja. Also der Clou der Sache ist wirklich, also gar nichts würde ich jetzt mich nicht trauen, also nur mit BH oder so, ja, das ist jetzt nicht so meins. Aber mit einem hellen Tanktop oder mit was Knalligem, also einer Neonfarbe. Ich bin dann doch eher ja die Knallige, mit einem pinkenen oder auch einem grellgelben oder einem blauen oder so Tanktop drunter. Da kommen dann Totenköpfe wieder gut zum Vorschein und es hängt dann so schön drüber, so locker, luftig. Und da drauf dann die coole Kette. Ne, da hat man dann hier Totenkopf zu Totenkopf. Ne? Guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Ich bin in love, Leute. Total geil. Ich finde es geil, dass die so viele Sachen mit Totenköpfen haben. Ich komme mal wieder näher ran. Ich finde es cool, dass die so viele Sachen mit Totenköpfen haben, weil ich da total drauf stehe. Und es ist jetzt nicht schwer zu finden, aber man muss schon immer gucken, um mal so ein bisschen ausgefallenere Sachen zu finden. Von den Preisen her finde ich es ja wirklich super günstig, ja. Ist wirklich so wie H&M, also ich meine für ein Oberteil zwischen 10 und 15 Euro ist ja wirklich super und ja, der Schmuck ist billig und gut und also ich bin total begeistert von China Tricot, ich werde mir mit Sicherheit öfter bestellen. Klar kommen dann Versandkosten dazu, 3,95 Euro, ich habe jetzt für alles, glaube ich, 60 Euro bezahlt und das finde ich echt okay, weil ich habe 3 Shirts und einen Schal und eine Kette und finde das super. Also da kann man echt nichts sagen, finde ich. Und werde mit Sicherheit öfter bestellen, weil leider gibt es ja jetzt hier in Mannheim noch keinen. Ich hoffe, dass einer noch in Mannheim irgendwann aufmachen wird, weil so oft komme ich jetzt auch nicht nach Frankfurt. Und ja, finde das super. Dachte, ich zeige euch das sofort, bevor ich die ganzen Schilder abschmeiße und die Sachen in die Wäsche schmeiße. Ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Ich stelle euch den Link in die Infobox von China Tricot. Und ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Und schreibt mir was in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis dann!